Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bussimulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute fahren wir, wir machen eine neue Linie, und zwar diese Linie, und fahren diese dann bei Nacht. Wir müssen alle Ringstraßen miteinander verbinden. Und wir brauchen einmal eine dann in Siegwalden und einen Oakville. Ich würde sagen, wir fangen einfach hier mit der Rathausgasse an, fahren dann die Punikgasse. Okay, die Rathausgasse und die Punikgasse müssen noch gelevelt werden. Genauso wie das Wildentheater und die Seilerstraße. Dann halten wir hier in der Oakstraße und hier bei der Siegwalden-Larichstraße und fahren dann zur Riesengasse, die auch noch gelevelt werden muss. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Haltestellen, die noch gelevelt werden müssen. Das sind das exakt Dings-Haltestellen, das ist Nummer 34, von der Rathausgasse zur Riesengasse. Das ist ja auch passend. Ach ne, wir brauchen eine maximale Streckenzeit von 12 Minuten. Was haben wir denn? Wir sind zu weit drüber. Perfekt. Ich sehe gerade, hier steht überall Sätze, Fahrer ein und hier nutze Fahrer. Gut. Dann fahren wir mal die Nummer 34. Komm, wir nehmen den S416 LE Business von Setra. Loop sollten wir, glaube ich, nehmen. Nö, müssen wir gar nicht. Nö, müssen wir gar nicht. Dann fahren wir das Ganze normal. Ohne Loop und nur bei Nacht. Wo sind wir denn überhaupt hier? Wir sind doch, also es wäre doch besser gewesen, wenn wir im Business Center gewesen wären. Jetzt fahren wir 300 Kilometer erstmal zur ersten Haltestelle, oder? Wir müssen gleich hier ein Rennen und dann fahren wir erstmal hier schön entlang. Oh, wobei, doch eigentlich ganz smart. Wenn man es mal so betrachtet. Wir haben nur eine Tür hier. Okay. Dann schließen wir die Türen. Machen den Motor an. Gang legen wir ein. Dann machen wir für uns das Licht aus, für die Fahrgäste anlösen, die Parkbremse schalten, den Tempomat ein und fahren nach Oakville. Und ich habe das Licht vergessen. Oh, wir können direkt rüber. Ich will aber links rum. Wenn wir schön auf der Hauptstraße unterwegs sind. Und direkt zur nächsten roten Ampel. Ich dachte eigentlich, dass der Lenz-Effekt draußen oder nicht mehr da ist, aber gut. Oder habe ich ihn wieder zurückgemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch vieles wieder zurückbestellt, weil es sonst gar nicht. Wobei, ich habe nur Anti-Aliasing, glaube ich, wieder zurückgepackt. Ist ja auch egal, ist halt wie es ist. Können wir uns dann im neuen Teil dann wieder bisschen mehr mit rumbasteln, auch vor allem zu Beginn, dass wir das dann zu Beginn auch schon optimieren. Ach ja, und dabei noch einen schönen warmen Tee trinken, also alles passt doch wie die Faust aufs Auge. Hoppla.
Und dann geht es jetzt straight zu, ich weiß gar nicht, war das Oakville Zentrum? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, auf alle Fälle fahren wir erstmal nach Oakville, zur Oakville Haltestelle, danach nach Siewalden und dann fahren wir die Ringroute wieder in der Innenstadt der Main City. Der muss sich erstmal hochkämpfen. Mühsam. Könnte man fast behaupten. Hier am alten Sägewerk vorbei. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Und dann sind wir auch gleich beim Oakville Zentrum. Und danach ja doch richtig. Wir biegen nochmal ab und dann sind wir beim Oakville Zentrum. War das hier ein Blitzer oder war hier kein Blitzer? Ne, hier war prinzipiell keiner. Der kam, glaube ich, auf der Strecke, wenn es gleich bergab geht. Da war, glaube ich, dann innerorts, dann, wenn wir nach Siegwalde wieder reinfahren, gab es da wieder einen Blitzer. Oh, an die Blitzer muss man sich dann ja auch wieder im neuen Teil dann wieder gewöhnen, zumindest auf Angel Shores, was da jetzt halt Blitzer sind und sowas nicht, wo sie stehen und so weiter. Werden wir bestimmt auch eine Menge Geld liegen lassen. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Habe ich den Bordstein noch mitgenommen? Hey! Keiner möchte ein Ticket. Dann. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja. Was? Umgelaufen. Ach so. Sind nicht vier eingestiegen? Nee, okay. Jetzt können wir aber auch wieder ein bisschen mehr darauf achten, wer hier alles ein- und aussteigt, da wir einen normalen Tag haben. Wir haben Nacht, aber wir haben ja keinen. Halt. Wir haben jetzt nicht irgendwie. Lachstraße. Kein Event, wo mehr Leute dabei sind und wo mehr Leute mit uns fahren und so. Aber viel Zeit haben wir auch nicht, um durchzugehen, weil wir gerade noch im sehr, sehr engen Zeitplan sind. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Danke, dass Sie so gut. Park habe ich hier noch gar nicht gesehen. Komm mal auf. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Nummer 1. Woche Senior drucken. Danke. Sehr schön. Und die Dame auch noch. Was? Ach so. Hier, bitte. Und dann geht es direkt zur Seilerstraße. Nächster Halt, Seilerstraße. Und dann schauen wir mal, wie. Jo, was heißt, wir schauen? Wir müssen dann gleich nochmal gucken. Wir können noch ein paar Leute verschieben. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Wäre natürlich optimal, wenn wir noch ein weiteres Ass bekommen gleich. Das würde auch direkt auf diese Route. Oh. Ein weiteres Ass raufpacken können. Ansonsten müssen wir wieder ein bisschen rum. Ein bisschen Tetris spielen. Ich glaube, mit den Assen könnte. Wobei. Wir machen das ja. Wir verschieben einfach irgendwelche Leute. Dann sind halt ein paar Routen erstmal. Ohne Strecke das Ganze effizienter machen, das kommt dann ja im Verlauf, nachdem wir das Nachtleben, nachdem wir die Nachtleben-Mission hier erfolgreich abgeschlossen haben. Ah, schon nice, ein bisschen mit der Skyline dort, also der Skyline mit den Felsen, mit den Schatten der Felsen, mit den Silhouetten der Felsen hier im Mondschein. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Schaffen wir noch? Ach, zu früh. Oh, please. Ja, das ist jetzt wiederum belastend. Da habe ich jetzt wieder gut Zeit liegen lassen, weil ich zu früh aufgehoben bin. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist komm, wir schaffen uns noch hier Richtung Arbeitergasse. Diese Ampelphase. Wenn er fährt, fahr doch.
steht auf der Bremse. Danke. Interessant, dass die KI auch ein bisschen weiter vorfährt. Also wie gesagt, im neuen Teil gibt es auf alle Fälle verbesserte KI. Den ganzen Tag, also so wie ich es auf der Website gelesen habe, allgemein verbesserte KI. Nicht nur die Passanten, die durch die Straßen laufen, sondern auch die fahrende KI, sagen wir es mal so. Ah, wird nice. Gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Okay, ach du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Gut, jetzt fahren wir schön mit Verspätung durch die Ringstraße. Versuchen wir uns mal so ein bisschen zu beeilen. Belasten, dass die Seilerstraße offenbar genau noch hier in diesem Blockabschnitt ist. Wir jetzt hier nicht lang dürfen, weil es eine Einbahnstraße ist und wir jetzt hier rechts erst abbiegen können. Oh, es ist massenhaft Verspätung. Die müssen wir versuchen nochmal schön wieder einzufahren. Oh, dann sind wir jetzt auch endlich dort, wo wir sein müssten. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Nächster Halt, Seilerstraße. Oh, noch gutes Timing. Hab ich es nicht erwartet. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich doch, Tag. Na, drucken. Was hältst du davon, wenn wir... Danke. Komm, wir gehen einmal kurz hier gucken. Oh, klar. Bastard. Abfahrt schnell zum Wilton Theater. Wilton Theater. Wilton Theater. Davor, das ist ein... Ah, Wilton. Ah, doch, ja. Okay. Kann man auch so aussprechen. Ich freue mich schon sehr aufs amerikanische Setting. Nächster Halt, Wilton Theater. Jetzt sind wir zu spät, weil wir noch die Rampe runter machen mussten. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Fahrkarte bitte. Ja, sofort. Hier. Was? Ach so, hier. Einzelstandard drucken. Danke. Sehr schön. Weiter geht die wilde Fahrt. Ah ne, Moment. Wir müssen erst nochmal die Rampe einfahren, ein paar Bremse lösen und dann geht's weiter schnell zur Pferdmühlengasse. Wir werden jetzt jede Menge Verspätung wieder reinbekommen. Echt nicht? Krass. Na ja gut, wir haben auch eine Ampel. Wenn die Ampel weiter auf grün bleibt, haben wir nochmal Glück und können das nochmal hier rechtzeitig schaffen. Aber wir hinken halt jetzt sehr hinter der Zeit her, weil ich halt zu früh abgebogen bin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was? Hier ist die Fahrkarte. Aber natürlich doch. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Danke. Schön. Und weiter geht's zur Punigasse. Nächster Halt, Punigasse. Oder auch nicht. Ich frag mich, warum ich mir gerade so einen Stress mache. Wegen des zeitlichen Aspektes, den brauche ich mir gar nicht mehr machen. Also,
Wir müssen gut, ja, streng genommen schon, weil wir halt die, wobei ich weiß halt nicht, wie stark der zeitliche Aspekt hier mit reingeht in die Punktevergabe für die Bushaltestellen. Die müssen halt schließlich alle von der Ringstraße noch gelevelt werden. Tschüss. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Ein paar Fahrkarten. Hier. Zwei Senioren-Wochentickets, bitteschön. Danke. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Und weiter geht die Fahrt zur Rathausgasse. Also eventuell fahren wir dann noch, wobei, was jetzt eventuell? Wir werden, ja, prinzipiell... Gut, prinzipiell könnte man halt trotzdem sagen, wir machen... Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ich fahre einfach in die Ringstraße nochmal, um das Ganze hier zu leveln. Oh, es ist aber auch hier ordentlich am Leuchten hier. Holy. Aber das sieht mir eher wie ein Grafikfehler aus. Das soll, glaube ich, nicht so aussehen. Beeilung, wir sind spät dran. Oh, verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Also leuchten hin oder her, aber ich glaube, die Textur ist nicht korrekt. Und dann fahren wir zur letzten Haltestelle, zur Riesengasse. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Natürlich, wieder eine weitere Straße, die anders angesagt wird, als es sie heißt. Aber gut, Riesengasse, Goliathgasse, ja, das, der, ja, kann man nehmen. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Kann man machen. Denn auch hier steht... Goliathgasse, Endstation, bitte alle aussteigen. Hier steht auch Riesengasse und nicht Goliathgasse. Murmeln, 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 murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Und dann fahren wir zurück zur Busgarage. Hoppla, war knapp, war knapp, war knapp. Geht's nochmal auf die Gürtellinie. Er lässt uns. Da kommt nix. Und dann ab zur Busgarage. Dann beenden wir hier auch dann gleich diese Fahrt. Die letzte Fahrt diese Woche wird auch nochmal sehr spannend, da wir ja ein bisschen mehr machen müssen. Wir brauchen eine 4-Sterne-Auswertung. Gut, die ist nicht sonderlich schwer zu bekommen, aber... ja. Es kann trotzdem knapp werden. Wir haben ja die... im vorherigen Video heute war es ja auch, glaube ich, 4,2 Sterne oder so. Will jemand rüber? Wunderbar. Kaum Verkehr hier. Dann können wir auch schön hier reinfahren. Wir haben keinen Müll, wir können einfach direkt aussteigen, nachdem wir hier den Bus geparkt haben. Die Fahrt hier auch beenden. Jetzt sehen wir uns die Auswertung an. Wunderbar. Oh, really? Alle so dicht davor. Eieieiei. Sofern wir nicht die Seilerstraße, das Wildentheater, die Pünegasse, die Rathausgasse und die Riesengasse jetzt nochmal anfahren müssen. In einer weiteren Aufgabe hier.
alle Ringstraßen, alle Ringhaltestellen. Okay, perfekt. Das heißt, wir werden es auch nochmal leveln. Also alles easy going. Ja, dann kümmern wir uns beim nächsten Mal darum, dass wir... Wir müssen gleich noch hier Fahrer raufpacken, dass wir... Wir brauchen maximal 17 Minuten. Exakt 8 Haltestellen, wieder die Ringstraßen und einmal... Westfield und einmal Steineck. Das alles in 17 Minuten. Ja, könnte knapp werden. Darum kümmern wir uns dann aber im nächsten Video. Jetzt packen wir erstmal hier. Uns ein paar Urban Rays und ein paar Asse wieder raus. Gucken wir mal, ob wir hier einen weiteren Angestellten haben. Denn Ass ist nope. Dann. Schnappen wir uns mal von der zweiten Route ein Citaro K und ein Ass. Weisen die dann der Linie 34 zu. Citaro K. Jetzt ganz viele Urban Ways. Einmal der und einmal der. Oh, da war noch einer, Hallo Shop. Ja, ich habe nur gescrollt, ich wollte nicht weiter hochscrollen. Also entweder eins oder das andere, also ich fände es... wo haben wir den anderen Urban Way 12 Meter? Da. 5 Stück, ein Ass. Manchmal nicht so einfach, weil das Spiel nicht das tut. Weil dieses doppelte System halt teilweise echt ein bisschen unpassend ist. So, dann haben wir jetzt hier auch Fahrer auf der Strecke. Wir haben jetzt auch hier Asse drauf. Wir sind die Strecke bei nachgefahren. Das heißt, wir kümmern uns dann im nächsten Video um die dritte Strecke. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.